Zumindest für dort unten. Gäbe es ja irgendwie noch sowas für einen Strand? So eine Strandbeleuchtung wäre cool, so ein Lagerfeuer. Eine Bambusfackel für den Strand. Das würde doch passen. Das ist auch so ein Strand, wo ich auch drauf Bock hätte. Einfach so ein paar Bambusfackeln. Haben sie doch ein Lagerfeuer. Bambusfackeln rein, einfach das, damit wir dann auf die Dinger kommen. 96% nur noch. Prozent. Geschafft. Was sieht denn das eigentlich im Dunkeln aus mit den Bambusfackeln? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also könnte man wieder zwischenspeichern. Und das andere, das war Dekor. Oh, das Ding ist so glitzerig erleuchtet. Na gut, man sieht es leider nicht so wirklich, weil es auch hier nicht so dunkel wird, wie es eigentlich werden müsste. So, dann machen wir jetzt noch hier Dekor. Das ist die Frage, was war mit Dekor gemeint? Ja, bestimmt die Zierobjekte, hä? Kann man ja mal testen. Jetzt sind wir bei 82. Ja, das ist das. Gut. Da habe ich doch wieder so eine herrlich absurde Idee. Das Lagerfeuer hier betreffend. Die übertreiben halt ein bisschen leicht. Vielleicht ist es auch einfach irgendeine Opferstelle hier. Leute Opfer darbieten. Smoke hätten wir noch. Hier sogar haben sie so einen Weg reingebaut sogar. Gut, da könnte man ja so ein bisschen... Oder? Ach, wir sollen das einfach machen. So, im Gebäude drin, sieht niemand, fertig. Ganz einfach. Oh, Besucherzahlen richtig am Eskalieren hier. Geil. Oh, Ladeneinnahmen 2000. Achso, jetzt wahrscheinlich die... Ne, die Summe kann es ja eigentlich nie sein. Ach ne, doch. Verkäufe? Ne, doch. Okay, dann müssen wir gleich mal nachlegen, dass die das behalten. Das Niveau. Mit einer schönen leckeren Süßigkeitenbude.
Der schönen Blick auf den, aufs Meer verhunzt, oder? Da passt sie hin. Oh, hat er sogar genommen. Asiatisch zum Mitnehmen. Achso, da habe ich nicht genug Geld dazu. Na gut, ich kann natürlich auch irgendwie was Kleines hinstellen. Wie eine Taco-Bude. Achso, auf 9 bin ich da schon gegangen. So, gut, dann haben wir mal so bei 66. Ich hoffe mal, dass das dann so reicht. Punkt, dieses komische Gebäude. Beeinflusst, also Suspicious Sally. Ach, die schon wieder. Ja, ich glaube, dann hat sich das mit dem mit Stufe 5 auch direkt erledigt. Gut, dann werde ich bei den Mechanikern nochmal ordentlich aufrüsten. So, mal gucken, ob das dann hier reicht. Man könnte sich auch durchaus auch nochmal eine neue Attraktion leisten. Müssen wir eigentlich machen, wenn wir die 50.000 Parkwert bekommen. Ich mache mal das klassische Karussell. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht so megamäßig den Umsatz erzielen. Was ich das da so auf Stützen? Muss das denn sein? So, haben wir das hier geschafft? Jo. Sehr gut. Oh, die sind kurz alle verwirrt dort gewesen. So, jetzt haben wir nämlich die 50k. An Dings. Könnte man sich doch mal den großen Kredit nehmen. Influencer has arrived. Ich mache mir da keine Hoffnung, dass das funktioniert. So, was braucht man? So, weniger als 5 Mana kaputt. Wir haben hier unten, die ist gar, die ist kaputt. Das ist auch die einzige. Dann verstehe ich nie, warum das... Warum das da hochzählt, das ist doch echt bescheuert. So, wird aber die Flügelachterbahn. Minimalgeschwindigkeit 95. Kann man das irgendwie kombinieren vielleicht? Inkognito. Großangriff. Ein Wingcoaster mit Kurven, die sich überschneiden. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Frage ist bloß, wo baue ich das hin? Ach, das wird er dann wieder so auf so eine Höhe bauen. Das ist ja auch mal zum Kotzen, ey. Stellen wir es da hin. Machen erstmal die Testfahrt. Da würde ich sogar wieder onboard reingehen, weil ich glaube, das hat man noch gar nicht. So ein Wing Coaster. Schauen wir mal, wie der sich macht. Und hoffentlich hat er die Begeisterungswertung. Sonst baue ich einfach nochmal irgendwas von dem Kredit. Ja, wir sitzen rechts außen.
ein kurzer Liftel, glaube ich, drin gewesen. So, einmal hier rum, hier hoch. Das verschnellt sich ja wirklich hier. Ja, bremst ein bisschen ab und dann geht's in die Zielgerade. Gucken, ob das reicht. Nö. Oh, das ist doch blöd. Na gut, ketteln wir das Ding erstmal an. Dazu würde ich eigentlich mal diesen breiten Weg jetzt komme ich hier nie vorbei, ja? Das heißt, ich muss so ein Stück ja, komm, versuchen wir mal mit einem gewundenen Weg. So. Sieht auch so schlecht nicht aus. Oh, das geht sogar auch relativ problemlos. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass das nicht funktioniert, aber anscheinend geht das doch. Ich finde es übrigens schade, dass man die Warteschlangenwege nicht winden kann. So, Musik Sci-Fi. Zack. Speichern. Dann hoffen, dass die Leute alsbald ihren Weg hier hinter finden. Und dann, ja. Zwei Achterbahnen mit 6,3. Na gut, wir können erstmal dieses komische Stück für Stück Gebäude machen. Für 3,5. Drei Stück brauche ich, okay. Die baue ich einfach hier so richtig hier hinten so hässlich rein. Einfach ein ganz normales. Machen es einfach wieder so hier irgendwelche Platten. Auf 3,5, das kann jetzt eine Weile dauern. Und die Frage ist, wo kommt denn das jetzt her? Ist das noch Untergrund? Das würde ich dem Spiel glatt zutrauen. Teureres. Was ist denn das teuerste Teil? Ich glaube, es kostet alles nur 8, kann das sein? Na, egal. Da müssen wir uns aber mal jetzt mal so sinnlos durchklicken einfach. Zum Glück habe ich so eine schöne leise Maus. So, 2000 haben wir geschafft.